Helemaal nog beluister ik hem. Heb je hem nog steeds aan? Welke dan moet hebben? Die is al gebeten. Nee, die laat ik een mooie kleur aan. Wil je een ander 400 daar? Ja, leuk Pien. Ja. Lekker Pien.
zie van de mieren hoor. Oh, die zijn er al op nog. Es wird natürlich etwas knusprig. Jedes Mal, wenn man das essen möchte, dann tut man etwas Wasser drüber, so. Das wird dann weich, so wie jetzt. Also schmeckt. Wenn Sie möchten, können Sie essen. Soll ich mal so einen hinten schicken? Ja? Den mal so übergeben. Noch einen? Kleintje, hè? Mama, ik ga even met mijn benen in het water. Ik kan de vissen zien door de camera. Hé? Hey? Ik zit te kijken op de rocks. Nu even op de kraag. Ik ga toch even niet kijken. Oh, mijn handen wel.
vrienden hebben. Wacht maar even, loop maar even. Oh, dat vind ik wel leuk. Spring erin. Ga je ook de hele hand zwemmen? Ja, maar niet hier toch? Ik ga even kijken overal. Heerlijk water.
Waar zijn we nou? Zeg je? Waar zijn we nou? Weet ik veel. Ben je nou nog steeds aan het filmen? Ungefähr in 50 Jahren nach Christus, da kam der heilige Philippus mit seiner Schwester hier in die Stadt und er wollte auch die ganze Religion hier verbreitern. Aber das klappte nicht so ganz, hat 300 Jahre so gedauert und im 7. Jahrhundert, da kamen die ersten Bündner aus Süden, die
gedacht, die hadden we al. Thank you.
Einfach ziehen. Das geht schon wunderbar. Hintereinander angespannt worden sind. Jetzt in der Türkei, um einen Knoten machen zu können, muss man einen Faden von vorne und einen Faden von hinten nehmen. Die Damen werden uns jetzt zeigen, langsam, wie wir den türkischen Doppelknoten, also den Gördesknoten, machen. Ihr habt schon recht gesammelt. Sie sehen bitte, man nimmt einen Faden von vorne und einen Faden von hinten, also von diesen Kettfäden. Dann schlingt man das von beiden Seiten herum. Also wie eine Krawatte muss das umgeschlingt werden und dann einfach heruntergezogen. Das ist der Gördesknoten. Das setzen Sie einfach auf das Flohmaterial drauf und schneiden es ab. Das nehmen Sie damit. Gleich wird das auch gezeigt. Schauen Sie, so wird das immer dann gleichmäßig abgeschnitten. Es ist dann auch für Sie ganz verständlich, also wenn ein Teppich zum Schluss dann 5 Kilo wiegen würde, dann müssen Sie auch berechnen, dass dann gut das Vierfache, Fünffache vom Material weggeworfen worden ist. Dass auch der Staat irgendwie unterstützt. Baumwolle, das sind jetzt diese Franzen, das waren nämlich die Kettfäden, was ich unten gezeigt habe. Wenn der Teppich zum Schluss fertig ist, muss das einfach abgeschnitten werden und dann zum Schluss sind das die Franzen. Hier ist das Gerüst, Baumwolle, Flurmaterial, reine Wolle, eine Knotenanzahl von 250.000 Doppelknoten auf den Quadratmeter. Eine Handarbeitszeit von einer Person für einen einzigen Quadratmeter müssen Sie hier berechnen, gut mit
4 bis 4,5 Monate. Bitte genießen Sie sich diese Beispiele auch hier in einer sehr schönen Blaukombination. Auch ein großes Beispiel. Wie gesagt, ich bitte Sie jetzt, kommen Sie alle etwas näher, vergleichen Sie ein Woll auf Wollteppich mit einem Woll auf Baumwollteppich. Da können Sie den großen Unterschied schon von selber eine Wolle mehr als 160.000 Doppelknoten auf den Quadratmeter knüpfen können. Dann weitere Exemplare aus Konyaladik, Stadt der tanzenden Derwische. Schauen Sie sich bitte diese Beispiele auch an. Bitte erlauben Sie uns. So. In jeder Farbkombination von einem halben... Ansonsten müssten Sie die nächsten 2-3 Wochen immer noch hier sitzen und sagen, ich müsste Ihnen noch immer ein Teppchen zeigen. Unbeliebte Gäste am Wochenende oder wenn die Schwiegermutter mal kommen sollte, einfach die Rückseite umdrehen. Ja. Hier toch goed op is. Ik ben toch aan het filmen? Ja, ik zit filmen, ja. Jullie maar even die mensen er langs.
giderken gülümle ne karışır. Yardımına kalma gönlümle yarışır. Alo? Kamera ya? Hı hı. Tamam, gel.
Hallo? Hoppa. Oh, de zielen verbouwen ze dan nog te meer. Moet je mijn neus? Hij zit aan de zon te kijken. Oh. Mehmet, iki tane sana da ver oğlum. Şunu Mehmet'e ver. Thank you, thank you. İki peynirle ne var? Patates mi?
Thank you.
fillet of salmon was much too hard. The teeth of his youngest and so thank you.
dansen van. Oh, jawel. Op je rug. En nou mag ik op mijn rug.
stond elke keer al bij iets. Ik heb de hele tijd al gezeten. Ja, ik
Ga jij met jullie mee? Ga jij met mij? Ga jij stil? Schat. Hij ziet je niet hoor. Huh? Dames en heren, jongens en meisjes, voor een enkele ogenblikken, start de hele. Hallo. Het is best wel eng, als die van de dingen zelf raakt, dan ligt hij in het water. Ja, dat wel eng. Dat is wel goed. Kijk dan, er zijn een echte in. Ja, dat is een grote zwarte. Ja. Daar. Ja, dat was het. We gaan die andere even inhalen. Ja, rustig aan joh. Nou, mooi! Ja! Nog één! Wat is er eng als je zo helemaal
Ja. Ik krijg de ribbels in. Thank you.
Want er zijn er twee naast elkaar, snap je? Oh, dan schuift hij er niet uit. Ja, hij is aan die kant. Raar is hij, hij gaat helemaal rond. Ja. Playball, hoor. Thank you.
graag gedaan. Ja. Thank you.
Thank you.